Hallo, wir haben einige Hochdruckreiniger für euch getestet und die 5 besten davon stellen wir dir heute vor. Den 5. Platz belegt der Bosch Hochdruckreiniger Universal Aquatec 125. Dieser ist der günstigste der Hochdruckreiniger, die ich euch empfehlen kann. Eine 3-in-1 Düse mit Vollstrahl macht den Einsatz auf verschiedenen Untergründen möglich. Mit einer Pumpenleistung von 125 Bar Druck spült der Hochdruckreiniger den Dreck relativ effektiv von den zu bearbeitenden Flächen. Der Reiniger ist nach Erhalt sofort einsatzbereit, da er bereits zusammengebaut ist. Durch den internen Reinigungsmitteleinsatz leitet der Hochdruckreiniger das eingeführte Reinigungsmittel beim Einsatz direkt ins Wasser. Die Auto-Ansaugfunktion ermöglicht die Verwendung von Wasser aus Regentonnen, da das Wasser automatisch aus Regentonnen angesaugt werden kann und somit kein Mindestdruck vom Wasserschlauch oder der Wasserleitung benötigt wird. Etwas negativ ist, dass der beigefügte Schlauch aus Plastik und nicht aus Gummi besteht und somit nicht so elastisch ist und leicht knicken kann. Der Griff ist klappbar und ausziehbar und das Zubehör kann im Gerät aufbewahrt werden, wodurch der Bosch Hochdruckreiniger sehr platzsparend ist. Wer nur selten einen Hochdruckreiniger benutzt, für den könnte dieser eine gute Wahl sein. Für einen Preis von unter 130 Euro könnt ihr diesen Hochdruckreiniger bekommen, was ein sehr angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Schaut dazu in die Beschreibung, wo alle Hochdruckreiniger des Videos verlinkt sind. Auch den nächsten Platz belegt ein Hochdruckreiniger der Marke Bosch. Der Bosch Advanced Aquatec 160 liegt in der Oberklasse der Hochdruckreiniger und verfügt über deutlich höhere Qualität und bessere Leistung. Im Lieferumfang des Advanced Aquatec 160 ist neben dem Hochdruckreiniger ein 8 Meter Stahlmantelschlauch, eine Hochdruckpistole aus Metall, eine längenverstellbare Lanze sowie eine Hochdruckbürste, Rotordürste, Hochdruckschaumdüse mit Regler und eine Standardlanze. Obendrauf gibt es dazu noch einen Wasserfilter. Besonders auffallend ist die kleine Größe des kraftvollen Advanced Aquatec. Durch den Teleskop-Handgriff aus Metall lässt sich der Advanced Aquatec leicht verstauen und transportieren. Die Bedienung ist einfach. An der Vorderseite ist das Steuerung und das Ansaugventil angebracht. Da es nur einen zentralen Schalter gibt, ist die Steuerung selbsterklärend. Außerdem befindet sich an der Oberseite eine Schlauchtrommel. Mit der Pistole kann die Stärke des Strahls leicht reguliert werden. Der Schlauch und das Zubehör können auch am Gerät verstaut werden. Die Reinigungsmitteldüse fasst 550 ml. Während das Gehäuse aus Kunststoff ist, ist das Pumpenmaterial vollständig aus Metall. Die sehr gute Reinigungsleistung ist auf die enorme Fördermenge von 570 Liter pro Stunde zurückzuführen. Zudem kann der verwendete Filter herausgenommen und gereinigt werden. Das heißt, es muss nicht immer sofort ein neuer gekauft werden. Wer einen sehr leistungsstarken Hochdruckreiniger im mittleren Preissegment kaufen möchte, sollte mit dem Bosch Advanced Aquatec gut bedient sein. Für schon unter 390 Euro kann der Hochdruckreiniger deiner sein. Mit dem E160 bietet die Firma Nilfisk das Topgerät seiner beliebten Extraklasse. Wie der Name bereits beschreibt, ist dieser Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten geeignet. Sei es die großflächige Terrassenreinigung oder das Waschen des Geländewagens. Bei einem Maximaldruck von 160 Bar kannst du auch hartnäckigen Schmutz gut entfernen. Verschiedene Aufsätze wie die Dreckfräse und der Flächenreiniger sind im Lieferumfang dabei. Im Hochdruckreinigertest zeigte der Nilfisk seine Leistung und überzeugte mit sehr guten Reinigungsergebnissen. Zudem ist das Gerät leicht zu bedienen. Den Druck kannst du bequem direkt an der Düse regulieren. Zusätzlich verfügt der Hochdruckreiniger über eine automatische Start-Stopp-Vorrichtung. Das spart Energie und Wasser. Mit dem extra langen stahlverstärkten Schlauch bist du außerdem besonders flexibel. Wegen der aktuellen großen Nachfrage schwankt der Preis sehr stark bei diesem Gerät. Zurzeit liegt der Preis dafür bei über 500 Euro.
In der Videobeschreibung kannst du jederzeit die aktuellen Preise der einzelnen Reiniger verlinkt finden. Viel Leistung und hoher Bedienkomfort zeichnen den Kränzle K1152 TST aus. Man kann damit schnell und leicht hartnäckige Verschmutzungen entfernen, weil der Reiniger über eine ausgezeichnete Verarbeitung verfügt und selbst bei längerer Inbetriebnahme nicht versagt, können damit auch größere Flächen bearbeitet werden. Kränzles Apparat ist sehr standsicher, da er nur im Liegen betrieben werden kann. Zum Verstauen wird er zum Platzsparen hochkant aufgestellt. Besonders wurde bei diesem Gerät auf eine gute Gelände- und Treppentauglichkeit sowie auf einen hohen Benutzerkomfort geachtet. Auf der Vorderseite des Hochdruckreinigers befindet sich sowohl der Einschalter als auch die Einstellungsmöglichkeit für die Druck- und Mengenregulierung samt gut ablesbarer Druckanzeige. Der für den Anwender wichtige Arbeitsdruck ist am K1152 TST stufenlos zwischen 10 und 130 bar einstellbar. Der zulässige Überdruck des Geräts liegt bei 150 bar. Trotz des etwas geringeren Maximaldrucks konnte der Kränzle sorgfältiger die Testfläche reinigen. Dieses Modell ist für professionelle Reinigungen ausgelegt und ist daher sehr robust und langlebig konstruiert. Aktuell liegt der Preis bei knapp 700 Euro, da dieser Hochdruckreiniger ein absolutes Profigerät ist. Nochmal mehr überzeugen konnte mich der Kärcher Hochdruckreiniger K7. Dieser ist derzeit günstiger als der von uns vorgestellte Kränzle und konnte mit dem allerbesten Ergebnis der getesteten Hochdruckreiniger überzeugen. Mit einem beeindruckenden Preis von fast nur 500 Euro kommt dieser Hochdruckreiniger für Profis und ambitionierte Heimwerker in Frage. Das Modell hat seine Stärken im Test bewiesen und kann mit seiner Leistungsfähigkeit beeindrucken. Mit der an der Pistole angebrachten Tasten für Druckstufen und Reinigungsmittelregulierung sowie einer LCD-Anzeige lässt sich der passende Druck für jede Oberfläche einstellen und kontrollieren. Und dank des 3-in-1 Multijet-Strahlrohrs ist beim Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittelmodus kein Strahlrohrwechsel nötig. Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen lässt sich die Pistole mit angeschlossenem Strahlrohr im Gerät zwischenparken und ist anschließend sofort wieder griffbereit. Für ein komfortables Arbeiten sorgen außerdem der höhenverstellbare Teleskopgriff, dass der Reinigungsmittelwechsel mit nur einem Handgriff möglich ist, die praktische Schlauchführung und der stabile Standfuß. Der Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel eignet sich ideal für häufige Reinigungen gegen hartnäckigen Schmutz und für eine Flächenreinigung von ca. 60 Quadratmetern pro Stunde. Der Druck kann von 20 bis ganzen 180 bar eingestellt werden. Für den zumindest aktuell deutlich günstigeren Preis als der Kränzle und mit einer höheren Leistung ist dieser Hochdruckreiniger unser Sieger. Nicht nur die Qualität des K7 ist die beste der von uns getesteten Reiniger, sondern das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch. Wer plant, seinen Hochdruckreiniger jahrelang zu nutzen, für den könnte dieser Profi-Reiniger die richtige Investition sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über empfehlenswerte Hochdruckreiniger mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Alle Maschinen sind für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gerne mit Freunden und lasst ein Like da. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.